Hey ho und willkommen in der wunderbaren Welt von Horizon Zero Dawn. Ich hoffe, ihr genießt die Reise genauso wie ich und dann viel Spaß. Ja, dann mal los. Das sind irgendwelche Leute, oh. Hier draußen könnte man glatt vergessen, wie sich Wärme anfühlt. Daneben. Okay, eine Eule sehe ich jetzt auch nicht. Hat er was Hübsches? Nee, nur Fleisch. Toll. Keine Eule, die ich nebenbei abgrasen kann. Schade. Das scheint nochmal im Feld zu sein. Nee. Tigerzahn irgendwas. Dachshaut, Eulenhaut. Dachshaut und Eulenhaut. Okay. Wo ist mein Ziel? Da. Oh. Nee, das wollte ich nicht. Das will ich. Das hält sich. Okay. Hüpf. Na, Leute. Da ist die Herde. Alle bereit? Ha, im Ernst? Wir sind stets bereit. Los geht's auf, Sie Feuerfäuste! Nein, grauenhaft. Ein ziemlich schlechter Name. Netter Versuch, Urkai. Vergiss es. Lass uns was umlegen. Wir werden schon ihren Namen finden. So, den Turm habe ich ja bereits erledigt. Jetzt muss ich kämpfen. Bitte was? Eins. Oh, wie gut bin ich! Frech! So nicht, mein Freund. Wo willst denn du hin? Weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber mir geht's besser. Aloy, hast du das Bauteil? Vielleicht. Und ein Teil weniger. Noch eins, dann könnt ihr das Burgrennen zurückzahlen. Das fängt an, sich echt anzufühlen. Ich glaube langsam, dass wir es hier wirklich wegschaffen. Ich dachte, dass wir keine Woche ohne Nokoni schaffen würden. Aber seht uns an. Wer ist Nokoni? Nokoni war eine Freundin von uns. Sie forderte den Häuptling heraus für den Verak. Sie schafft das nicht. Nein, wenn du die Geschichte erzählst, dann richtig. Sie wurde umgebracht. Es tut mir leid. Seid ihr deshalb fortgegangen? Wegen der Sache zwischen Nokoni und dem Häuptling?
Onnekut wusste, Nukoni war unsere Mentorin, unsere Freundin. Wir mussten gehen. In dieser Nacht schlichen wir ins Lager, packten unser Zeug und gingen. Wie Feiglinge. Was sind wir, Tatai? Wir sind Banuk, oder? Überleben und siegen. Das tun wir. Aber sie nicht. Nukoni forderte ihn heraus? Warum? Onnekut schmückte sich mit Macht und Autorität, wie andere sich mit Edelsteinen schmücken. Wenn man ihm die Füße küsste und ihn mit falschem Lob übergoss, erhielt man beim Jagen Vorteile. Der Verak war gespalten. Einige heuchelten Onnekut ihre Treue vor und der Rest von uns wartete, dass es besser wird. Bis Nukoni. Sie war die beste und mutigste von uns. Sie war die, die Stellung bezog. Okay. Was ist passiert? Wie habt ihr Nukoni verloren? Sie forderte ihn zu einem Jagdwettkampf heraus. Onnekut, verdammt! Er war nicht mal halb so gut wie Nukoni. Rate mal, wer wieder ins Lager zurückkehrte. Onnekut, grinsend wie ein Schnappmaul. Oh, wo ist die kleine Nukoni? Wir spürten Nukoni im Wald auf, fanden sie unweit des Ausgangspunkts. Ihr Genick war gebrochen. Ich will sie nicht so in Erinnerung haben. Aber manchmal kann ich nur noch daran denken. Tut mir leid, Tatai. Sie muss dir viel bedeutet haben. Euch allen. Es tut mir leid, was ihr durchgemacht habt. Es ist schön, gehört zu werden. Danke, Aloy. Es spielt keine Rolle, okay? Was in Ban-Ur passiert ist, liegt dort begraben. Was jetzt zählt, ist, was im Sonnenreich passiert. Da machen die heißen Habichte sich einen Namen. Habe ich recht? Die heißen Habichte? Im Ernst? Geht leicht von der Zunge. Wie erbrochen es? Also, wohin als nächstes? Westlich von hier ist ein See. Dort finden wir bestimmt einen Schnappmaulzahn. Wir sehen uns dort. Wenn du vorher ankommst, warte beim Lagerfeuer. Wir kommen dann. Mhm. Na gut. Ja, hinter jeder Geschichte steckt ein wenig Traurigkeit. Na gut. Yep. Da wollen wir hin. Keine Spur von ihnen. Dann muss ich wohl warten. Mhm. Ich habe mir langsam Sorgen um euch drei gemacht. Alles in Ordnung? Wir haben die Zeit gebraucht. Nach dem letzten Gespräch mussten wir unsere Gedanken sortieren. Das glaube ich gern. Nur noch eine Jagd. Dann ist eure Schuld beglichen und ihr könnt nach Süden ziehen. Bereit? Jägerin, die sonnigen Schneeschuhe erwarten dein Signal. Oh mein Gott. Fürchterlich. Bin echt beeindruckt, Tulemak. Wusste nicht, dass du den Namen Heißer Habichte noch übertreffen könntest. Tja, ich fand ihn gut. Lasst uns jagen. Ja, Mann. Shit. So, nicht Vögelchen. Vögelchen tot. Ja. Ich will nur mal kurz hier, damit ich das hinterher nicht sammeln muss.
Komm her. Reichstags. Au. Was kann ich da nicht mitnehmen? Achso, ist egal. Da ist noch irgendwas. Jetzt schießen wir, ihr sicher seid, dass ihr auch trefft. Wo ist denn der andere Kroko? Ne, jetzt mal ernste Frage, wo ist der andere Kroko? Ja. Au. Au. Diese Scholle ist zu klein für uns beide. Da drüben wird noch gekämpft. Wir sind so nah dran. Das wird dir nicht passieren. Au. Die Schale ist auch sehr klein. Was? Achso, nur die Zünder. Da. Was gibt's hier? Komm her, Aloy. Unser Abschied soll angemessen sein. Oh, natürlich. So, das ist das letzte Teil für Burgrind. Damit seid ihr drei wohl schuldenfrei. Fürs Erste, bis Urkai was anderes kaputt macht. Das war nur einmal! Du wärst eine gute Schamanin, Aloy. Danke für die Hilfe. Vielleicht treffen wir uns irgendwann im Sonnenreich. Wäre cool. Und wenn ihr im Sonnenreich seid, was dann? Was tut ihr dort? Wir jagen, wie Nukoni es wollte. Nukoni hatte Träume. Ein Verak, in dem man sich gegenseitig hilft und aufeinander aufpasst. Ohne Schamanen und Häuptlinge. Kein Grund, sich die Macht gegenseitig zu entreißen. Hört sich nach viel Arbeit an. Doch es lohnt sich bestimmt. Und ein schöner Tribut für Nukoni. Wir können der Verak werden, den sie sich wünschte. Klingt gut. Ich kann eure Beute jetzt nicht mehr zerlegen. Meint ihr drei kommt zurecht? Ah, das sieht nicht so schwer aus. Wir kommen klar. Klar. Er schaut dreimal dabei zu und auf einmal ist er ein Schamane. Wenn ihr in Sangesgrund seid, sprecht mit Burgrend. Wenn er selbst euch nicht helfen kann, kennt er jemanden. Bestimmt. Und ich wette, dass die Einführung was kostet. Danke, Aloy. Wir kriegen das bestimmt hin. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Wie fühlt es sich an, die Banuk hinter euch zu lassen? Das Einzige, was ich vermissen würde, ist nicht mehr. Sollen all diese miesen Ban-Urschleimer erfrieren?
Das geht ein bisschen zu weit, Urkai, oder? Seltsam. Was heißt es, Banuk zu sein, wenn Ban-Ur dich aufgibt? Wie entscheiden wir, wer wir sind? Was ist mit dir, Aloy? Was denkst du, wer wir sind? Was bleibt dir von uns in Erinnerung? Ui. Wofür ihr kämpft, was ihr erlitten habt, was ihr erreicht habt. Seht euch um. Seit ihr Ban-Ur verlassen habt, habt ihr mehr Maschinen erlegt als andere in einem Jahr. Zersplitterte Herzen, stimmt's, Urkai? Es war nicht zersplittert. Aber ihr habt einen Donnerkiefer für das Herz erlegt. Das stimmt. Also, blöde Idee. Aber was, wenn wir die Splitterherzen wären? Weißt du was? Mir gefällt das sogar. Ja, ist ziemlich gut. Danke, Aloy, dass du erkennst, wer wir sind. Ja? Ihr müsst halt an die Zukunft denken. Und die habt ihr mit dem, was ihr getan habt, nun mal die Kälte geformt. Fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. Ja, ja. Ich bin froh, dass wir dich getroffen haben, Aloy. Mhm. Sehe auch so. Okay. War echt schön mit euch. War eine schöne Jagd. Kann ich mich jetzt nicht mal beschweren. Gut. Da haben wir das ja sogar noch abgeschlossen. Obwohl. Ah, nee. Ich muss sogar noch zurück. Okay. Dann gehen wir aber den direkten Weg. Kann ich direkt dahin? Nee. Direkt dahin auch nicht, nee. Na gut. Habe ich eigentlich... Bevor ich zurückgehe, hole ich mir, glaube ich, das Pigment und gebe die ganzen Pigmente ab. Das ist eine fantastische Idee. Mäh. Keine Eule zu sehen. Markiere ich mir mal das Pigment und dann gehe ich auch mal genau gezielt zu dem Pigment. Ich will jetzt echt nur das Pigment und dann geht's in meinen Verak. Ist ja mittlerweile meiner. So. Ein Laut einer Eule wäre akzeptabel. Obwohl eigentlich auch nicht. Ah, ich sehe es schon. Ist es das? Yep. Danke, Fallen. So, habe ich auch das letzte Pigment. Okay. Marker entfernen wir und dann geht es erstmal in den Verak. So, da bin ich auch schon wieder. Oh, neue Nebenquest. Inatut. Unsere Gesetze binden uns, der Draht bindet dich. Du bist des Mordes schuldig. Und wir müssen dich verstoßen. Aus dem Verak, unserem Schutz, unseren Liedern. Mein Häuptling, Kopilai, bin ich nicht euer bester Kämpfer? Habt ihr mir nicht einst diesen Zahn ausgeschlagen? Sag, wie oft habe ich dich schon vor Gefahren bewahrt und dein Verhalten entschuldigt? Du bist der Beste. Doch der Schamane hat entschieden. Er warte das Exil und... Bedenke deine Tat. Ein Kräftemessen? Wer würde eine Herausforderung eines Fremden ablehnen? Ich nicht! Aber ich bin kein Mörder. Still, still. Erzähl deine Geschichte dem Eis. Ah.
Okay. Was geht bei dir? Du hast jetzt Aratags Amt. Das habe ich. Den Kampf hätte ich gern gesehen. Es heißt, du seist ein Mörder. Vielleicht stimmt das. Wenn selbst mein Häuptling es glaubt, wird's wohl stimmen. Das sehe ich allerdings anders. Erzähl, was geschehen ist. Ich kämpfte mit einem Kaja-Jäger, der mich herausforderte. So viel ist wahr. Er war stark und verdammt schnell. Und wir schlugen uns. Ehrliche Schläge. Harte Schläge. Und auf einmal sah ich dann graues Morgenlicht. Neben mir lag der Kaja mit gespaltenem Schädel. Doch das geschah nicht durch meine Hand. Okay. Sollte dich denn Verak nicht unterstützen? Oder dir wenigstens Glauben schenken? Wenn es in unserem Verak Streit gab, war ich die Lösung. Um für die Ehre zu kämpfen und zu siegen, riefen sie mich. Oder wenn sie zum Schein einen Verlierer brauchten. Auch das tat ich schon. Doch wenn ein Fremder unehrenhaft stirbt, bin ich plötzlich der Schuldige. Ich bin die Schande meines Veraks. Sie wollen keinen Streit mit den Kaja und opfern dafür dich. Das ist meine Rolle. Alle wissen also, dass du mit ihm gekämpft hast. Natürlich. Für Ehre kämpfe ich mit jedem. Ich würde auch jetzt am liebsten kämpfen, um mich zu beweisen. Ich glaube, das wäre nicht hilfreich. So bin ich eben. Jeder im Verak hat eine Gabe. Ich kämpfe. Niemand hier kann mehr Schläge einstecken als ich. Zumindest bis jetzt. Ich war zu betrunken. Wir waren am Rangeln. Er traf meine Ohren. Ich schlug noch einmal zu, als ich fiel. Aber es war nicht tödlich. Auf keinen Fall. Und als Strafe verstoßen sie dich aus dem Verak? Aus der Wärme. Bring mich an die Hänge des Wolkenspeers, nackt und völlig ungeschützt. Wie grausam. Überlebe ich, ist das ein Freispruch. Das ist das Gesetz, danach richten wir uns. Trotzdem grausam. Ich bin nicht dumm. Es sieht eher schlecht für mich aus. Der Berg ist im Vorteil. Ein bisschen. Ich bin ehrlich. Es spricht nicht viel für dich, Inatut. Das sagst nicht nur du. Wo fand der Kampf statt? Auf einer Lichtung, direkt vor dem Lager der Kaja-Fremden. Sprich bitte mit ihnen. Mir hören sie nicht zu. Sie sagen, es war sonst niemand dort, außer mir und dem Toten. Der Schamane befragte die Zeichen im Schnee und stimmte zu. Mal sehen, was ich herausfinde. Ich komme zurück. Ich warte hier. Was soll ich auch sonst machen, bis das Horn mein Exil einläutet? Grenzjustiz. Okay. Muss ja noch ein Weilchen hocken. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Okay. Haben wir wieder eine weitere Quest. Da fällt mir ein, was ich ganz vergessen hatte, was wir schon mal mitnehmen können. Den Bogen schon mal mitnehmen. Eigentlich könnte ich auch die Kisten mitnehmen. Die Waffen habe ich ja jetzt. Okay, dann habe ich schon mal die Kisten. Mehr als das. Die Osser. Guck ich mir später an. Hier. Vertraue dem blauen Licht. Hey, Burgrind. Burgrind, hat sich deine Investition gelohnt? War ganz gut. Danke der Nachfrage. Ey, weißt du, dass die drei verrückten Banuk sich jetzt die Splitterherzen nennen? Mhm. Tja. Und mit diesen Teilen kann ich jetzt selbst Schulden begleichen. Die sind also nach Süden? Ja, das sind sie. Ich habe einen Freund im Sonnenreich, der Otur heißt. Ist mir was schuldig. Otur ist ein Maschinenplünderer. Ein ziemlich kompetenter. Also werden sie vom Besten lernen. Oder zumindest vom ziemlich Kompetenten. Naja, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ach, apropos, hier, ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Das ist ja nett. In Meridian soll man jedes Bedürfnis stillen können.
Kein Wunder, okay, dass die Karte. Okay, also dann würde ich jetzt gerne mal nach oben. Steil nach oben. Die Maschinen im Süden hat also eine andere Verwerfung. Banu Kai stieg in das Becken. Das Licht erhob sich wie ein. Ja, die Geschichte von Banu Kai kennen wir schon. Ich möchte mir jetzt aber für die Pigmente mal den Stuff abholen. So. Sei ruhig mal ein bisschen stolz auf dich, Fremde. Viele Banuk versuchen ihr ganzes Leben lang im Jagdgebiet zu siegen. Aha. Ja, dann fühle ich mich mal stolz und so. Weiß Bescheid. Na komm, hoch da. Hey du. Na, Sekuli? Schwankt das hier? Oder spinne ich? Das Holz biegt sich im Wind. Bieg dich mit. Bieg dich mit. Klar. Okay. Bieg dich mit, ne? Ist klar. Urea sagt, ihr werdet Freunde. Ich male jetzt, was ich fühle. Nicht über die Vergangenheit. Urea verstand es. Die meisten Banuk nicht. Ich wäre verbannt worden, wenn ich dank ihr nicht in Arataks Vera gedurft hätte. Ja, ich hätte ja was. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieh mal einer an, Nora-Mädchen. Du hast alles besorgt. Reist du denn immer mit Taschen voller Mahlsachen rum? Eigentlich, Sekuli, fülle ich mir die Taschen immer mit so ziemlich allem. Stopp, stopp. Langsam gefällst du mir. Ich arbeite allein, aber komm später wieder. Dann habe ich was für dich. Das bin ich? Oder eine Maschinenreiterin, die dir ähnlich sieht. Wohin reitet sie? Sag du's mir. Zu Ruinen, Bergen, durch Flut und Schnee. Gestern, morgen, Schicksal. Aber sie hat vor nichts davon Angst. Du hast mir geholfen, mich inspiriert. Und die Menschen des Schnitts. Lass du dich hiervon inspirieren, wohin du auch gehst. Das ist ja echt nett. Ich bin dezent begeistert. Ein gutes Werk. Aber ich kann noch nicht wieder nach unten. Okay. Aber ich will mir das mal von unten im Gesamten ansehen. Nice. Das ist schon dezent cool. Als die Alten frisch in ihren Gräbern lagen und wir noch wenige waren, war sie es. Wahrlich eine Ehre, möchte ich mal so behaupten. Wir erinnern uns auch an den Stamm der Gefräßigen, so, die uns das Mark aus unseren Gebrochen.